Also sie ist verhalten wie die anderen Zora. Was macht die denn da? Ist sie einfach... Hä? Wo ist die denn hingerannt? Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute werden wir mal in diesem Video alle Showdown-Maps spielen. Das wird mega verrückt. Wenn ihr diese Idee feiert und ich vielleicht noch alle anderen Maps spielen soll, alle Juwelenjagd-Maps, alle Brawl-Ball-Maps, dann lasst einfach mal einen Like da, abonniert meinen Kanal, um die weiteren Videos nicht mehr zu verpassen. Und Leute, am 6.6. kommt das Maschinen-T-Shirt raus. Ihr seht es hier schon in der Facecam. Und zu jeder Bestellung wird es auch eine handsignierte Autogrammkarte geben, hier von mir für euch. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Leute, schaut am 6.6. auf maschine-shop.de vorbei und sichert euch eure Shirts. Ich würde sagen, wir legen mal sofort los. Fangen wir einfach mit der allerersten Map an. Und zwar ist das die Map Alles oder Nichts. Die sollten vielleicht schon einige kennen. Let's go, Leute. Solo. Und wir spielen auch mit verschiedenen Brawlern. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Spike. Wir spielen natürlich jetzt mit Bots. Das heißt, Leute, das ist natürlich jetzt nicht so krass. Ich würde auch gegen ganz normale Spieler spielen. Das Problem ist ja, dass wir die Maps nur im Testspiel spielen können. Und da sind nur Bots verfügbar. Beziehungsweise ich könnte jetzt auch Leute aus meinem Club oder so einladen. Aber ich glaube, dann wird das zu krass ausarten. Das ist auf jeden Fall hier die Map. Wir sehen, in der Mitte ist dieser fette Busch, sage ich mal. Ich glaube, da ist auch noch jemand. Hier habe ich irgendwas auf jeden Fall gesehen. Und ist auf jeden Fall eine sehr coole Map. Ihr könnt ja mal eure Lieblingsmap am Ende des Videos in die Kommentare schreiben und würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und wir sind sogar jetzt schon im Finale angekommen. Oh weia, Leute, wo ist der Letzte? Und da haben wir den Letzten, da ist Ams am Start. Ams, so Ams, das war's mit... Nein! Ja, ich hab's geschafft zu gewinnen, Leute, nice. Die nächste Map nennt sich Schädelufer und das ist die Map. Ich glaube, hier würde es sich ganz gut anbieten, wenn ich einen Werfer nehmen würde, wie beispielsweise Döner Mike ist, glaube ich, ganz gut. So, hier in der Mitte hat man so eine kleine Art, ich sag jetzt mal, Schutzbarriere durch die Zäune, was ganz interessant ist. Und gerade wenn man Brawler hat wie Döner Mike, Alter, okay, das war jetzt nicht, das war ja richtig schlecht von mir. Die nächste Map lautet Verfluchte Fälle und das ist sie. Ganz interessant in der Mitte mit dem Sumpf und dann noch diese Büsche in der Mitte. Auch Jump Pads sind am Start und ich würde sagen, auf der Map ist, glaube ich, sowas, gleich sowas wie die Maschine oder so, ne? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Maschine jetzt für die Runde, Leute. Und da sind wir schon in der Map Verfluchte Fälle. Was an dieser Map besonders ist, ist, dass man hier nur Cubes bekommen kann, indem man andere Brawler tötet. Das ist, sag ich mal, was Besonderes. Man kann also keine Cubes bekommen durch irgendwelche Kisten. Ist auch mal eine ganz interessante Sache. Hier sehen wir schon auch die Jump Pads in der Mitte. Und sieht auf jeden Fall auch meiner Meinung nach echt cool aus. Und man kann auch echt ganz nice Aktionen damit machen, denke ich mal. Man merkt auf jeden Fall, dass es auch Bots sind, gegen die man spielt. Weil ich finde immer so ein bisschen die Spielweise total komisch. Aber ne, wie schon erwähnt, ich kann euch leider nur im Testspielmodus alle Maps zeigen. Weil der ganz normale Solo-Showdown-Modus mit anderen Spielern, da kann man täglich nur eine ganz bestimmte Map spielen. Und da haben wir den letzten Spieler, das ist Terra. Terra, oh mein Gott, ich habe mich selbst weggeboostet. Was geht denn hier ab? Okay, ich habe mich selbst weggeboostet. Ich weiß jetzt auch nicht, wo Terra ist. Ah, Terra ist hier vorne. Terra kommt in meine Arme und wir haben die Runde gewonnen. Okay, die nächste Map wäre Dunkle Passage. Das ist die wunderschöne Map hier. Und die ist sehr offen. Man kennt die Map vielleicht auch von den ganzen Skin-Contests. Finde ich ganz nice. Ich würde sagen, Piper ist auf der Map ganz gut. Es geht ja auch schon ordentlich zur Sache. Oh, Ams ist ja auch am Start. Können wir Ams holen? Und bam, Ams haben wir auch geholt. Unser allererster Kill hier in der Runde. Und wir haben sogar schon 6 Cubes am Start. Also es ist echt mega verrückt, wie schnell man hier an Cubes kommen kann auf dieser Map.
Und ja, die Mitte ist ja wie gesagt dafür bekannt, dass man sich hier zeigt für den Skin Contest. Und oh, ich muss jetzt mal den Boxer hier treffen. Der Boxer rennt auch ganz nett auf mich zu. Oh, Shelly ist auch am Start. Möchte sich komischerweise nicht die Cubes sichern, warum man auch immer sowas machen würde. Keine Ahnung, Leute. Aber das sind nur Sachen, die Bots machen. Shelly im Busch und da ist der Sieg auch in der Tasche, Leute. Bam. Die nächste Map, Blauntes Auge des Sturms, das ist die Map, sieht sehr cool aus mit dieser, ja, wie sie designt ist, mit dieser Außenfassade, finde ich ganz cool und im Büschen auf jeden Fall ein schönes Muster und ich glaube auf so einer Map ist es ganz gut, wenn man mit irgendwelchen Brawlern spielt, die auf Short Range unterwegs sind, vielleicht so jemand wie der gute alte Bulle. Wie man sehen kann, sind hier halt ultra viele Büsche am Start, deshalb war auch meine Idee, dass man das einen Nahkampf-Brawler nimmt, weil man so auch ultra gut an andere Brawler kommen kann, indem man einfach diese ganzen Büsche benutzt. Und wie wir sehen, leben auch nur noch drei andere. Ich finde es halt immer so lustig, dass die ganzen Cubes hier hinterlassen werden. Das würde wahrscheinlich kein Spiel auf der Welt machen, einfach so drei Cubes irgendwo random liegen lassen. Aber gut, ich nehme die natürlich sehr, sehr gerne mit. So, und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie hier Pam bekommen. Einfach ran da. Nein! Ja, perfekt, Leute. Pam haben wir auch bekommen. Die nächste Map lautet Blickwinkel und das ist die wunderschöne Map, eine Wüstenmap ist das jetzt und ja, die ist auch sehr verwinkelt, wie Sandy, ja gut, hier liegt einfach so ganz, ganz komisch ein Cube, also das sind halt wirklich nur Sachen, die passieren, wenn man ein Testspiel spielt, oh Gott, hier muss ich mich mal ganz kurz unsichtbar machen, sonst holt mich die gute alte Ems hier noch und das muss ja, lol, die rennt einfach wirklich weg, for real. Okay, krank. Ja, die Ulti hat sie auch komplett gewastet. Also sie ist verhalten wie die anderen Brawler. Was macht die denn da? Ist sie einfach... Hä? Wo ist die denn hingerannt? Was geht denn da ab, Leute? Die ist einfach in die Zone reingerannt. Alter. So, jetzt haben wir hier noch ein knackiges 1 vs 1 gegen die Maschine. Mal gucken, ob die Maschine mich komplett weghaut oder ob ich eine Chance habe gegen die Maschine. Ich weiß es nicht, weil die Maschine ist eine Maschine, spielt aber gerade eher wie ein Roboter. Leute, unfassbar. Wir spielen jetzt noch die nächste Map und das wäre Kreis Canyon. Das ist eine ganz nette Map. Auf der Map spiele ich dann jetzt mal mit der Boxerin. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir hier was mit der Boxerin reißen können oder nicht. Wie man sehen kann, sind hier auf der Map auch wieder sehr, sehr viele Büsche am Start. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den wir nutzen können. Und Pam haben wir auch schon mal töten können. Ja, man kann sich dann natürlich theoretisch in diesen Büschen verstecken. Mit solchen Brawlern wie beispielsweise die Boxerin. Und Jackie läuft uns so nett in die Arme, oder? Na, obwohl... Jetzt können wir aber hier abstauben. Jetzt können wir hier abstauben. So. Und die andere Boxerin wird auch nochmal hier ganz nett von uns überrascht. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die Boxerin manchmal anfängt zu laufen. So richtig komisch. Aber gut, ist halt ein Bot. Darf man natürlich auch nicht vergessen. So was die jetzt macht, einfach mal stehen bleiben. Kein Problem. Eine kleine Pause nach dem Rennen muss natürlich auch sein. Und Piper ist dann die allerletzte Gegnerin. Hätte ja auch möglich sein können. So, jetzt hier. Versteht ihr das? Ist jetzt mal irgendwie interessant zu beobachten. Hä? Als ob die es auf einmal einfach nicht mehr weiß. Was? Okay, verrückt. Weiter geht es mit der Map Block Party und die Map ist auf jeden Fall auch sehr krass bestückt, was die Thematik Büsche angeht. Also da ja, kann man sich auf jeden Fall ganz gut verstecken, würde ich mal sagen. Ich spiele jetzt mal mit Bee. So, und wir haben hier rechts sofort Cold. Mal gucken, ob wir Cold holen können und Cold ist schon mal down. Also hier sind wirklich überall Büsche. Eigentlich wäre es vielleicht dann besser, sich einen Werfer zu nehmen. Aber ich denke mal, so ein Brawler, der eine ganz gute Reichweite hat, ist jetzt auch nicht verkehrt. Das Problem ist hier natürlich, dass man nicht weiß, in welchem Busch jetzt irgendwelche anderen Brawler hocken. Weil hier kann theoretisch in jedem Busch ein anderer Brawler sein. So, und jetzt Nita holt uns einfach was. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Die nächste Map wäre Verschanzungsfun. Das ist diese wunderschöne Map hier. Und ich glaube, hier werde ich jetzt mal mit einem Brawler spielen, wie beispielsweise Tick. Oder ich könnte auch mit Rico spielen, weil Rico kann dann über die ganzen Wände ja seine Bälle schießen oder abprallen lassen. Aber ich denke, Tick ist jetzt auch kein schlechter Brawler, weshalb ich den jetzt einfach mal nehme. Ehe ich euch irgendwas von der Map zeigen konnte, sind auch nur noch drei Brawler übrig. Und die betteln sich dort vorne gerade, sehe ich. Ich stopp einfach mal ab oder werf meine ganzen Sachen hier rein. Und das war's auch schon mit der Runde. So schnell kann es mal
manchmal gehen, Leute. Naja, lieber so, als dass ich verliere. Naja, gut, gehen wir zur nächsten Map rüber. Und zwar ist das die sichere Mitte. Das ist sie, die sichere Mitte. Und, ah, okay, die ist quasi in so einer Art Viereck angeordnet, die Mitte. Das ist auch nicht verkehrt. Wieder sehr viele Büsche. Ja, Ems ist, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Wir nehmen einfach mal Ems, würde ich an dieser Stelle sagen. Ich glaube, auf der Map könnte man auch ganz gut Jackie spielen. Oh mein Gott, da habe ich jede Menge Schaden gemacht. Oh, das war auch nicht schlecht, dass ich dir da jetzt so reingepusht habe. Und ich freue mich einfach gerade, dass ich gegen Bots gewinne. Okay, eigentlich ein bisschen traurig, aber ne, ich denke mal, dieser Move war jetzt nicht der allerschlechteste. So, und die Maschine ist hier wieder am Start. Die Maschine lässt hier wirklich nicht locker, aber leider musste ich die Maschine eliminieren. So, und hier haben wir wieder Nita in der Mitte. Und Nita ist, ja, er hat jetzt ein bisschen Schiss bekommen. Will nochmal ganz kurz zurückgehen. Und Nita ist dann ebenfalls down. Cold ist auch noch am Start. Und können wir Cold holen. Und Cold holen wir auch. Und haben dann ebenfalls diese Runde gewonnen, Leute. Ja, die nächste Map wäre dann Kernchaos. Und das ist die. Das ist alles so ein bisschen durcheinander. Außen haben wir auch noch so einen kleinen See. Beziehungsweise mehrere kleine Max. Max eignet sich, denke ich mal, ganz gut dafür. So, da haben wir schon im Busch Tick und ich glaube, Tick sollten wir auf jeden Fall bekommen können. Zack, Tick haben wir sofort geholt, Leute. Natürlich gar kein Problem. Und ja, die Map ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Also, ne, viele, ja, viele Kisten, viele Wände. Da ist es auf jeden Fall ganz gut, glaube ich, einen Werfer zu spielen oder einen sehr schnellen Brawler. Wo ich glaube, man kann hier auch gefühlt alles spielen auf der Map. So, und oh Gott, Daryl haben wir hier ebenfalls. Daryl, soll ich holen? Ah, nein, da wurde ich auch noch geholt. Das ist ärgerlich, durch Cold echt viel Schaden gemacht. Die nächste Map wäre Schatzkarte. Und ich glaube, hier spiele ich jetzt mal jemanden drauf wie Jackie. Ich denke, Jackie ist dafür ganz gut. Man kann sich theoretisch nämlich jetzt in der Mitte verstecken und dann den ein oder anderen abstauben. Da sehen wir schon die ganzen schmackhaften Kisten. Das ist doch, denke ich mal, das, was wir sehen wollen, Leute. Oder sofort, zack. Schön, 4 Cubes. Boah, das tut gut, Leute. Das tut gut. Oh Gott. Und, ja, ja, jetzt können wir hier Daryl holen. Können wir Daryl holen? Ja, eine knappe Angelegenheit, aber wir konnten uns ihn gönnen. Ich muss aufpassen. Hier ist, glaube ich, auch irgendwo Ems unterwegs. Oder ist die gestorben? Ich weiß es nicht. Leben jetzt auch nur noch 3 Brawler. Leute, manchmal gehen die Runden wirklich so schnell. Und dort vorne betteln sich sogar schon die Letzten. Okay, Daryl, Kollege. Daryl. So, jetzt hole ich dich. Jetzt hole ich dich. Zack, zack. Der bleibt einfach im Busch stehen. Der hat keinen Bock mehr. Der will eine Pause machen. Zack. Okay, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zur vorletzten Map. Und zwar die Wirbelhöhle. Das ist die Wirbelhöhle. Barley. Denn der Barley, der kann natürlich über die Wände werfen. Und das könnte auf dieser Map ein Vorteil sein. So, Leute, da sehen wir schon die ganzen Brawler, wie sie fleißig kämpfen und eieiei. Okay, ich werde hier jetzt von der Super bombardiert von den Mr. Peter. So, zack. Und Kollege, reicht jetzt auch mal. Ah, die Mitte ist ja auch mit sehr viel Büschen. Das habe ich voll vergessen. Eigentlich wäre hier ein Nahkampf-Brawler genau das Richtige gewesen und kein Werfer. Ah, okay, gut. Ist ja jetzt auch egal. Jetzt haben wir einen Werfer genommen. Ist auch, denke ich mal, keine Tragödie, würde ich mal sagen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass zum Beispiel jetzt hier der Boxer oder sowas ganz gut gewesen wäre. So, ja, können wir hier vielleicht Poco holen? Poco möchte gerne die Cubes, aber, können wir hier, können wir ihn noch davon abhalten? Brock ist jetzt hier auch noch am Start. Brock geht in die Ecke. Warum geht er in die Ecke? Das macht gar keinen Sinn. Okay, dann halt so, Leute, ne? Kommen wir zur letzten Map und zwar 1000 Seen und da bin ich gespannt. Das ist die Map. Ah, okay, okay, ich verstehe. Hier kann man eigentlich ganz gut reintrollen, wenn man sich den Brawler Gale schnappt. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal Gale und benutzen ihn hoffentlich jetzt im richtigen Moment, wenn die Zone ganz klein werden sollte. Können wir vielleicht Barley holen? Barley, Kollege, Barley und jawohl, Leute, Barley haben wir töten können. Weil wenn die Zone ziemlich klein ist auf dieser Map, kann man die Gegner relativ einfach mit der Super von Gale in die Zone reinschießen. Das ist ganz lustig. So, Karl, die Kloschüssel ist auf jeden Fall heiß auf uns. Und, Gott, ich muss aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier geholt werde von Karl. Weil Karl macht mir eigentlich relativ viel Schaden. Leute, schaut euch das mal an. Der Computer kann sich nicht entscheiden, sobald ich hier so eine bestimmte Grenze überlaufe. Seht ihr das? Zack. Das sieht so lustig aus. Okay, gut, jetzt kommt er hier herum oder was? Jetzt kommt er einfach hier herum. Okay, das macht halt gar keinen Sinn. Aber jetzt habe ich eigentlich die perfekte Gelegenheit, um euch das mal zu zeigen, wenn ich ihn gleich... Oh Gott, oder?
Oh Gott. Und nein, ich schaffe es nicht. Nein, ich wollte ihn eigentlich in die Zone reinschubsen. Das waren auf jeden Fall alle Showdown-Maps, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, mich würde interessieren, was war eure Lieblings-Showdown-Map? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten natürlich nicht vergessen, ein Like da zu lassen, ein Abo da zu lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.